Jo, dann sind wir mittlerweile bei Band 4 angekommen und das befasst sich mit Valdez selbst, Valdez und seine Armeen. Könnte auch sehr interessant sein. Die Menschen und die Morden der örtlichen Wüste, der östlichen Wüste, haben eine unbequeme Allianz gebildet. Unbequem deshalb, weil die Allianz zwar im Interesse beider Seiten ist, jedoch nur auf dem Austausch von Gütern und Wissen und nicht auf gleichen Anschauungen und Wünschen basiert. Die Anschauungen der beiden Rassen könnten verschiedener nicht sein. Die Menschen von Kalrathien siedelten sich kurz nach der Umwälzung, die Tomana genannt wird, in der Wüste an und betrachteten sich als unter dem Schutz von Arsenal, dem Verteidiger, stehend. Sie lieben ihre Freiheit und verachten Saramoth für seine Schandtaten im Krieg. Die Morden hingegen leben erst seit kurzem in der Wüste. Sie sehen sich als direkte Nachfahren Saramoths und halten Arsenal für einen Mörder. Einige Auffassungen der Morden könnten historisch richtig sein. So ist bekannt, dass die Zek, die den Hauptteil von Saramoths Armee bildeten, von ihm zu diesem Zweck erschaffen wurden. Da keiner weiß, woher die Morden kommen, ist es in der Tat möglich, dass in ihren Adern Zek-Blut fließt. Die Zek kennen wir aus Dungeon Siege 1. Und zwar waren sie, ja, die Schergen von Gom sozusagen und haben die Burg von Eb belagert. Die Morden sollen also von denen abstammen und die Zek waren Saramoths Armee? Interessant, wirklich sehr interessant. Die Spannung zwischen den beiden Rassen kann man sich leicht vorstellen, ebenso wie die Loyalität, die die Morden für ihren Anführer hegen. Die Morden halten Valdez für den wiedergeborenen Saramoth, der sie zum Sieg führen wird, wie einst Saramoth die Zek. Es heißt, dass Valdez das Schwert Saramoths trägt und dass dieses Schwert ihn vor allem Unheil schützt. Zunächst jedoch schienen Eroberungen nicht Valdez Ziel zu sein. Wir wurden seiner gewahr, als er Grüße an alle Oberhäupter der Städte Aranas überbringen ließ. Es sagte, er sei mit seinem Gefolge auf der Suche nach bestimmten Artefakten, sei uns jedoch nicht feindlich gesonnen. Gleichzeitig bot er allen jungen Soldaten an, sich für guten Sold seinen Herrscharen anzuschließen. So ist es zum Beispiel auch bei uns passiert. Wir erinnern uns an den Anfang des Spiels. Drevin und wir haben uns im Prinzip nur angeschlossen, weil es Geld dafür gab. Jo. Viele Menschen und sogar einige Edhel und Halbriesen nahmen Valdez beim Wort und schlossen sich ihm an. Erst als offenbar wurde, dass das Zusammenschmieden von Arsenals Schild seine wahre Absicht war und er plante, ganz Arana zu unterwerfen, genau wie Saramoth vor ihm, sprachen sich einige gegen ihn aus. Aber zu diesem Zeitpunkt war es für Worte zu spät. Das stimmt. Ja, er hat alle überrascht mit einem Blitzkrieg. Hitler wäre stolz auf ihn. Nein. Der Führer würde sich im Grab umdrehen. Nein. Hoffentlich dreht er sich gar nicht mehr um. Damit sind wir bei Band 5. Und jetzt erfahren wir endlich was über Tomana und seine Folgen, also diese offensichtliche Umwälzung. Tomana und seine Folgen. All jenen, die nicht mit dem Leben und Werk von Kaiser Saramoth, genannt der Zerstörer, vertraut sind, möchte ich das Werk von Ezelina, der Wachsamen, ans Herz legen. Sie verfügt über weitaus fundiertere Kenntnisse über das Leben des letzten Kaisers des Reichs der Sterne als ich. Dieses Buch behandelt die Ereignisse direkt nach dem Moment, als Saramoths Schwert auf den Schild von Arsenal, dem Verteidiger, traf. Das heißt, ab dem Beginn des zweiten Zeitalters. Eines sollte bei allen Studien an Tomana berücksichtigt werden. Die Waffen der beiden Krieger waren mehr als nur Schwert und Schild. Jede war das letzte Meisterwerk einer großartigen Rasse. Saramoths Schwert war die letzte Waffe, die von den Utgardern, dieser großartigen Rasse der Nordriesen, geschmiedet wurde. Der Schild des Arsenal war wiederum das letzte bekannte Stück der sagenumwobenen Agalana-Schmiede und das mächtigste Artefakt, das je von ihnen gefertigt wurde. Nach seiner Fertigstellung flohen sie in die östlichen Berge, wo sie ihre Schmiedewerkzeuge endgültig niederlegten. Interessant, wir haben jetzt zum ersten Mal wirklich den direkten, ja, Vergleich zwischen den Utgardern, die jetzt erst zum zweiten Mal genannt wurden, und den Agalanern. Die Utgarder haben also Saramoth geschmiedet, während die Agalaner den Schild des Arsenal geschmiedet haben. Und dann ist es auch klar, dass es zwischen diesen beiden Fraktionen Probleme gab. Man kann unmöglich erfassen, welche Macht den beiden Objekten innewohnte. Jedes von ihnen wurde als großartiges Artefakt geschmiedet, das je existierte, und auch wenn der Schild unter dem Schwert zerbrach, ist nicht bekannt, welches der beiden wirklich mächtiger war. Die gewaltigen Energien, die beim Zerbrechen des Schildes freigesetzt wurden, weisen darauf hin, dass sie einander ebenbürtig waren. Aber das Schwert von Saramoth ist ja nicht zerbrochen, nur das Schild. Und das Schwert kann noch weiteren Schaden anrichten, das Schild nicht. Und das Schild ist auch nicht dazu gedacht, Schaden anzurichten. Na, die Logik kommt irgendwie nicht hin. Als Saramoth sein Schwert auf Arsenals Schild niederfahren ließ, wurde eine enorme Energiewelle freigesetzt. Das Mana der Erde selbst floss durch den zerbrechenden Schild und vernichtete beide Armeen an Ort und Stelle. Diese Energiewelle breitete sich über das ganze Land hinweg aus und hinterließ ein verbranntes und verwüstetes Arana. Nur die Wälder von Vailutra hielten der Zerstörung stand, denn die Seher der Edhel hatten die Welle vorausgesagt und hatten den Schild über ihren Landen verstärkt. In den Momenten nach Tomana starben viele Bewohner von Arana aus Mangel an Nahrung.
Die wenigen menschlichen Überlebenden flohen in den hohen Norden oder nach Westen. Einige fanden in Amalu Zuflucht und überlebten dank der Almosen der Etel. Die Menschen haben dies längst wieder vergessen, wir jedoch nicht. Viel änderte sich mit dem Aufeinandertreffen von Schwert und Schild, doch die wichtigste Veränderung war, dass Saramoth samt seiner Heere vernichtet wurde und die Bewohner Aranas wieder frei waren. Dann ist die Umwälzung, die Tomana genannt wird, also quasi alle Geschehnisse nach dem Aufeinandertreffen von Schwert und Schild. Band 6, die Skat. Ein eher unwichtiges Werk, würde ich jetzt mal sagen. Also die Skat sind ja kein wichtiger Teil der Geschichte. Die sind, wenn ich es noch richtig weiß, in der Wüste. In der Asunitenwüste zu treffen. Glaube ich. Was haben wir denn da eigentlich noch für Bücher? Die Taten von Xeria, das könnte noch interessant sein. Der Krieg der Legion. Naja, lesen wir erstmal weiter. Die Skat sind hyänenartige Geschöpfe, die in der Asunitenwüste leben. Also doch. Sie können menschliche Sprache imitieren, sind jedoch eher Tier als Mensch. Sie besitzen gewisse Zauberkräfte und können einfache Waffen schmieden. Im Gegensatz zu anderen werkzeugnutzenden Wüstenbewohnern lehnen sie es ab, Menschenwaffen zu stehlen und zu verwenden. Stimmt das? Ich glaube ja. Und sind hervorragende Kämpfer. Glücklicherweise haben sie ein allgemein friedliches Wesen. Das habe ich so nicht im Kopf. Eigentlich haben wir sie ja bekämpft, also irgendwie. Die Skat glauben, dass die alten Asuniten sie erschufen, um über ihre vergrabenen Schätze zu wachen. Das stimmt. Sie haben die Stelen bewacht. Im ersten Akt. Ihr religiöser Eifer macht sie für Schatzsucher außerordentlich gefährlich. Die Skat sind bekannt dafür, ohne Warnung jeden anzugreifen, der auf der Suche nach verborgenen Reichtümern zu tief in die Berge eindringt. Natürlich sollte jedes fähige Regiment in der Lage sein, Schatzsucher aus seinem Gebiet fernzuhalten. Eins zeichnet sie aus im Vergleich zu anderen Wüstenwesen. Sie haben es gelernt, andere Tiere zu zähmen, zum Beispiel die sogenannten Skat-Katzen. Eine Wüstenkatzenart, die man nur bei den Skat findet. Skat-Katzen sind blutdurstige, gefährliche Tiere, denen man nach Möglichkeit aus dem Weg gehen sollte. Geht das nicht für alle Katzen? Naja. Kommen wir zu Band 7, die Taten von Xeria. Über Xeria wissen wir noch gar nicht so viel. Im Jahr, als Arsunai seine Rebellion gegen Saramoth den Zerstörer begann, stieg eine junge Kriegerin aus Leskanza von den Nordhügeln herab, um sich ihm anzuschließen. Sie hieß Xeria und war bekannt für ihr Glück und Geschick im Kampf. In vielen Landen erzählte man sich Wundersames von ihr. Man sagte, dass jede Schlacht, in der sie kämpfte, sich bald zu ihren Gunsten wendete, dass ihre Feinde vor ihr fielen wie Korn unter der Sense und dass sie mehr Mut besaß als viele, die mehr Schlachten als sie gesehen hatten. Man nannte sie Xeria die Tapfere. Xeria kämpfte an Arsunais Seite und gemeinsam metzelten sie die Armeen Saramoths nieder. Die Sek flohen vor ihrem Zorn wie heulende Memmen. Doch die Sek gewannen ihre Schlachten nie durch Mut und Kampfeskunst. Sie nutzten Tücke und dunkle Magie und verstanden es, die Köpfe von Männern mit falschen Gedanken zu füllen. Dies gelang ihnen selbst bei den besten Männern, sogar bei Arsunai selbst. So geschah es, dass Arsunai der Verteidiger sich in die schöne Vesulia aus den Südlanden verliebte. Sie war sein Augenstern und er versprach ihr vieles für die Zeit nach seinem Triumph über Saramoth. Doch nicht nur das. Er gab ihr auch Xerias Platz an seiner Seite im Kampf. Als Xeria sah, dass eine andere ihren Platz eingenommen hatte, wurde ihr Herz schwer wie Stein. In der Hoffnung, dass Arsunai sich von Vesulia abwenden würde, focht sie mit grimmiger Verbissenheit und tötete mehr Anhänger Saramoths denn je. Doch Arsunai nahm ihre Taten nicht wahr, denn er war von Vesulias Schönheit geblendet. Bald kämpfte er nicht mehr mit seiner gewohnten Kraft und fand Niederlagen, wo er zuvor nur Siege gekannt hatte. Ja. Und dann kommt der Tod von Xeria, Band 8. Als Xeria die Tapfere sah, wie sehr die schöne Vesulia Arsunai betört hatte, wusste sie, dass er den Sekt bald verfallen würde, denn seine Kräfte schwanden. Also führte sie eines Nachts einen kleinen Kämpfertrupp in das Lager des Feindes, um ihren Anführer zu töten und Arsunais Chancen in künftigen Kämpfen zu verbessern. Doch als sie leise an das Zelt der mächtigsten Magier Saramoths herantrat, hörte sie sie drin mit ihren Taten prahlen. Einer behauptete, Kaiser Veransk Fax zu haben, sodass er Saramoth als seinen Erben ansah und ihm nach seinem Tode den Thron der Sterne vermachen wollte. Ein anderer wiederum behauptete, durch ihn hätte jener Kaiser sein Leben in einem Zuber voller Nattern beendet, welches er für ein Bad von Eselsmilch gehalten hatte. Der letzte Magier jedoch lachte und sagte, es bedarf wenig, um einen einzigen schwachen Geist zu blenden. Ich jedoch habe einer ganzen Armee vorgegaukelt, dass mein eigener Bruder, Tok der Mörder, eine wunderschöne Maid ist und habe Arsunai selbst dazu gebracht, sich in sie zu verlieben. Das ist also die Wahrheit. Als sie dies hörten, brachten die Magier in solchem Gelächter aus, dass ihr Zelt erbebte. Doch Xeria brannte vor Zorn.
Sie bedeutete einem ihrer Begleiter, das Sektlager zu verlassen und geschwind zu Arsenals Truppen zu reiten, um ihn vor dem faulen Zauber der Magier zu warnen. Doch Xeria blieb zurück und im ersten Morgenrot zog sie ihre Schwerter und stürzte sich in das Zelt der Großmagier. Der Sage nach spickten Sektbogenschützen ihren Körper mit Pfeilen und die Magier beschossen sie mit Eis- und Feuermagie, doch sie focht weiter. Das Feuer ihrer Tapferkeit hielt sie am Leben, auch als ihr Herz zu schlagen aufgehört hatte und ihr Blut in Strömen floss. Hielt sie am Leben, bis sie alle Magier im Zelt getötet hatte. Der Satz ist irgendwie komisch. Als die Magier ihr Leben aushauchten, endete auch ihr Zauber und Arsenal sah die wahre Gestalt Toks und tötete ihn. So bewahrte Xeria alle Menschen vor Zaramots Tyrannei. Arsenal ließ ein Denkmal für sie errichten, auf das alle von Xerias Taten und ihrem Opfer erfahren würden. Und bis zum heutigen Tage beten die Menschen, dass Xerias Glück sie in der Schlacht schützen und ihre Tapferkeit sie in allen Taten begleiten möge. Stimmt. Also dann ist Xeria wirklich ein großer Held, wenn sie eigentlich dafür gesorgt hat, dass Arsenal überhaupt gewinnen kann. Der Krieg der Legionen ist Band 9 des Sagenguts von Arana. Düster war die Herrschaft von Kaiser Verransk III., dem letzten wahren Herrscher des Reichs der Sterne. Während jener Zeit begann Zaramot der Zerstörer im Osten Fuß zu fassen und nach wurden sämtliche Armeen Aranas in den alten Konflikt zwischen den Agalanern und den Utgardern verwickelt. Der Kaiser selbst war ohne Erben und es gab viele, die Hoffnung auf den Thron hegten. Alle waren jedoch erstaunt, als er Zaramot, der nicht einmal ein Mensch war, auserkor, die Krone nach seinem Tode zu erben. Danach lebte er keine weitere Woche. Pff. Ja, typisch die Dunkelmagier. 13 der berühmtesten Legionen des Reichs verbeugten sich vor ihrem neuen Kaiser, denn Zaramot war ein mächtiger Heerführer, stets siegreich und grausam gegen seine Feinde. Eine Legion jedoch entschloss sich, das Reich zu verlassen und gen Westen zu fliehen. Ist das die letzte Legion, die wir kennen aus Eeb in Dungeons Siege 1? Noch heute ranken sich zahllose Geschichten um das Schicksal der verlorenen 10. Legion. Ja, das ist sie, die 10. Legion. Ja. Mit diesen zusätzlichen 13 kampfgestehenden Legionen wurden Zaramot und seine ohnehin schon gewaltigen Armeen fast unschlagbar. Nur noch die Agalaner, die alten Erbfeinde seiner Rasse, stellten eine ernstzunehmende Bedrohung für ihn dar. Doch Zaramot war der alte Streit egal. Er wollte nur eins, die Herrschaft über ganz Arana. Ist er also ein Utgarder? Also schloss er ein Abkommen mit den Agalanern. Elandir, der Anführer der Agalaner, erklärte sich bereit, sein Volk aus Arana herauszuführen und sich nicht mehr in dessen Angelegenheiten einzumischen. Niemand weiß, was Zaramot ihnen im Gegenzug anbot. Doch der alte Krieg zwischen den Riesen war endgültig vorbei. Ja, dann ist Zaramot ein Utgarder. Das ergibt so Sinn. Stattdessen breitete sich der Krieg der Legionen wie die Pest aus, bis das ganze Land von Blut getränkt war. Niemand blieb neutral. Wer sich wünschte, dass Arana unter einem Tyrannen vereint alle Bewohner wie Schafe gehütet und die Zauberei verboten würde, schloss sich dem Heer des Zerstörers an. Wer sich nach Freiheit sehnte, widersetzte sich ihm. Doch der Widerstand hatte keine Aussicht auf Erfolg, bis Arsenal der Verteidiger erschien und das Volk von Arana zu Sieg und Freiheit führte. Ja, da haben sich die Agalaner dann ja doch wieder eingemischt. Ja, Band 10 ist die Legende von Arendt, dem Verrückten, dem wir selbst das Leben ausgehaucht haben. Und das ist das längste bisherige Buch. In dem Jahr, als mein Vorfahr Estero die Wälder wachsen ließ, wurde ein Knabe namens Arendt geboren, der mit den Gaben der Erdhell gesegnet war. Gemeinsam unterwiesen Estero und Drin dann der Weise ihn in unserer Kunst und er lernte schnell und erlangte viel Macht. Als er ein Mann geworden war, verließ er die Lager der Erdhell und reiste mit Drin dann zu den heiligen Wassern von Amalu, um dort seine Lehre unter Drindans Aufsicht zu beenden. Drindan war erstaunt über die Fähigkeiten seines Schülers und er berichtete Estero in seinen Träumen, dass das Schicksal ihnen wohlgesonnen war und sich ihre Hoffnungen erfüllen sollten. Arendt konnte Energien heraufbeschwören, die stärker waren als alles, was je ein Elb überlebt hatte und er schuf viele mächtige Artefakte, darunter einen Stab, den er verzauberte, auf dass es seine Fähigkeiten noch vermehre. Estero und die anderen Elben waren beglückt, dass ein Knabe so jung an Jahren solche Taten vollbringen konnte. Doch bald schon brachten Esteros Träume ihm keine Nachricht von Drindan und Arendt mehr und Sorge verdunkelte sein Gemüt. Visionen kündeten von einer schwarzen Wolke über den heiligen Wassern, die gewaltige Blitze ins Herz des Waldes sandte. Also versammelten Estero und seine Schwester Istaura die mächtigsten Zauberer der Edhel und sie zogen nach Amalu, um den Meister und seinen Lehrling zu suchen. Was sie vorfanden, entsetzte sie. Arendt hatte die Kontrolle über seine große Macht verloren. Sie hätte ihn übermannt und in ein Monster verwandelt, voller Zorn auf alles, was lebte. In seinem Wahn vergriff sich Arendt an den heiligen Wassern und Wäldern. Er ließ Flüsse verdunsten, Baumriesen verkohlen und große Risse in der Erde entstehen. Er griff die Edhel an und ließ die Gedärme der von ihm getöteten Geschöpfe auf sie herabregnen.
ekelhaft. Er schlug sie mit Blitz und Feuer, mit Frost und Erdbeben. Doch die Zauberer waren stark und mit vereinter Macht gelang es ihnen, Arryn zu überwinden und ihn tief unter der Erde einzukerkern. Dort tobt er noch heute gegen die Mauern, die ihn gefangen halten bis zum Ende der Tage. Ja, das ist dieses "Ich werde allmächtig sein" Gequatsche. Drindan hatte die meisten Artefakte Arryns zerstört, als er sah, was aus seinem jungen Schüler wurde. Doch der Stab war zu mächtig und konnte nicht auf sichere Weise zerstört werden. Gemeinsam gelang es den Zauberern, den Stab in drei Teile zu zerlegen, die sie an drei sicheren Orten verbargen. Einen im Süden bei den Felsen des Arzunai, einen im Norden im Val'Utra-Wald und einen im Osten im Schneebachtal. So war die Macht des Stabes gebrochen. Und bis zum heutigen Tag wird kein Kind mehr Arend genannt und viele sprechen seinen Namen nicht aus. Denn das Herz wird ihnen schwer, wenn sie an ihn denken, der so jung und vielversprechend war und dennoch so viel Schmerz verursachte. Tja, und so endet die Geschichte von Arend. Wirklich schade. Band 11 ist der Band über die Dryaden und ihre Bräuche. Auch drei Seiten. Dieses Buch enthält größtenteils Dinge, die ihr bereits wisst. Wie die Dryaden leben, wie sie kämpfen, wovon sie sich ernähren. Der Prolog berichtet jedoch über vieles, das ihr noch nicht wusstet. Die Dryaden wurden im Süden Arranas geboren, dort, wo sich heute die staubige Einöde Kalrathiens befindet. Die Schicksale vieler Rassen wurden von der Umwälzung geformt, die Tomanar genannt wird. Die Dryaden jedoch verdanken ihre Entstehung. Als der Schild Arzunais zerbrach, setzte seine Macht eine tödliche Welle frei, die übers Land fegte, große Bäume bis auf die Wurzeln verkohlte, Berge umstieß und am Fundament der Erde rüttelte. Sie fegte über die Schlachtenfelder und ließ die überlebenden Soldaten zu Asche zerfallen. Doch als die massive Energiewelle die gewaltigen Wälder im Osten erreichte, geschah etwas sehr Seltsames. Inmitten all des Chaos, als das Land selbst im Sterben lag, tauchten winzige Samen in den schreienden Himmeln auf. Sie fielen auf den Boden und lagen viele Monde im Schatten der verbrannten Bäume, während die Wälder zu Staub zerfielen und die wenigen Überlebenden von Tomanar Obdach vor den tosenden Stürmen suchten. Im darauffolgenden Jahr wurden die Dryaden geboren. Nie hatte man etwas wie sie zuvor und seitdem in Arana gesehen. Sie sahen aus wie Frauen, doch Pflanzensaft rann durch ihre Adern und Blätter bedeckten ihren Kopf. Sie sprachen die Sprache der Menschen und kämpften mit der Wut wilder Tiere. Sie waren voll Rastlosigkeit und durchwanderten viele Jahre das Land auf der Suche nach den Wäldern, die sie geboren hatten, bis sie eines Tages die westliche See erreichten. Ihre Herzen waren voll Trauer. Sie wussten nicht, dass Val'Utra hoch im Norden als einziger Wald in Arana übrig geblieben war. 30 Tage und Nächte lang standen sie an den Klippen im Westen, sahen über die Wasser hinaus und sangen von grünen Schatten und ihrem Verlust. Doch am 31. Tag wurden sie von einem schrecklichen Sturm heimgesucht. Die Winde wehten die Dryaden vom Rande der Klippen in die Fluten. Der Sturm tobte viele Tage lang, bis die Dryaden an die Gestade der Insel Greyling gespült wurden, wo einst die Meereselben wohnten. Diese Insel wurde nicht von Tomanar heimgesucht und die Wälder waren immer noch grün und voller Leben. Die Dryaden ließen sich dort nieder und wohnten dort bis zum heutigen Tag. Seit 1000 Jahren wohnten sie nun unbehelligt in den Urwäldern von Greyling und sie haben längst vergessen, dass sie eigentlich vom Festland stammen. Die Insel ist die einzige Heimat, die die meisten von ihnen kennen. Schön, dass die Dryaden eine Heimat gefunden haben, die zu ihnen passt.